Heute schauen wir uns drei schöne Smartphone-Modelle an, welche unter 150 Euro kosten. Also lass uns direkt loslegen, damit du die besten Modelle heute siehst. Los geht es mit dem Moto G9 Smartphone. Sein erstes Merkmal, welches cool ist, ist die lange Akkulaufzeit. Du kriegst einen 5000 mAh Akku und damit kommst du gut 2-3 Tage rum. Und wenn du jetzt mal weniger Spiele spielst und so, kannst du sogar eine ganze Woche rumkommen. Das heißt, cooler Akku auf jeden Fall schon mal. Des Weiteren hat er 64 GB Speicher, während du aufrüsten kannst mit einer SD-Karte. Das heißt, du kannst nochmal 512 GB Speicher dazu holen für Bilder, Videos, Apps oder was auch immer du willst. Die Videos sind recht schön, vor allem in diesem Preisbereich war ich positiv überrascht, was für Videos die Rückkamera machen kann. Denn du kriegst ja eine 48 Megapixel Rückkamera und noch 2x2 Megapixel Rückkamera. Dadurch kannst du schöne Effekte erzeugen und generell, wenn du zum Beispiel die Landschaft oder Personen aufnimmst, sieht es einfach gut aus. Die Farben werden auch recht neutral dargestellt. Nicht ganz so gut wie ein teures Samsung-Handy, aber immer noch schön. Dann, es ist gut geeignet für leichte Spiele, da es einen Snapdragon 8 Kernprozessor hat. Allerdings, was zu beachten ist, ist es eine recht alte Generation, und zwar der 662 Snapdragon. Und das heißt für dich eigentlich, kleinere Spiele wie zum Beispiel Clash of Clans oder so kann man gut spielen, aber Shooter und Hörer wird eher weniger. Und es kann auch mal vorkommen, dass es bei kleineren Spielen auch mal ein paar Hakele gibt, dass es nicht perfekt kurz läuft für eine Sekunde. Generell so ein paar Hakele kann es geben bei so einem Handy im Preisbereich. Allerdings sonst, die Sachen, wo du kriegst, sind recht gut. 4 GB RAM ist schön für Spiele, ist eben für Casual-Spiele geeignet und ein 6,5 Zoll Bildschirm ist recht groß. Dadurch, dass du unten noch ein bisschen Ränder hast und oben noch diese kleine Kameraaussparung, ist es schon ein recht großes Handy, was man auch am Gewicht sieht, denn hier wiegt es 200 Gramm, was mehr ist als ein normales Handy, also dadurch kriegst du halt auch einen größeren Akku. Das heißt, wenn du einen großen Akku willst, cooles Handy. Des Weiteren hat es einen weiteren Nachteil, den es in diesem Handy-Preisbereich nicht geben muss. Und zwar, es hat nur eine HD-Plus-Auflösung. Das heißt, wenn du jetzt immer sehr nah am Handy dran bist, kannst du sehen, dass die Auflösung ein bisschen schlechter ist, als die andere Handy, die ich dir noch vorstelle. Dafür hat es die beste Performance aus den drei Handys und generell cooles Handy für nur 145 Euro. Weiter geht es mit dem Samsung Galaxy A20e. Das ist das Handy, welches ich Leuten empfehle, welche eher ein Leichtgewicht wollen. Das heißt, das Handy kann nicht wirklich prahlen mit seiner krassen Leistung oder auch mit seinem tollen Speicherplatz oder so. Nicht wirklich, aber es wiegt gerade einmal 141 Gramm. Des Weiteren ist es auch kompakt mit 5,8 Zoll. Das heißt, der Bildschirm vorne ist nicht wirklich groß, aber das kann auch ein Vorteil sein, wenn du gerne alles in einer Hand hältst, kannst du das gut damit auch bedienen. Die Ränder unten sind auch recht klein für ein Handy in diesem Preisbereich, was heißt, das Handy generell fühlt sich recht klein und auch geschmeidig an. Dafür jetzt aber jetzt auch die Nachteile und auf die gehe ich jetzt ein. Und zwar, es hat gerade einmal 32 GB Speicher. Das heißt für dich, das Betriebssystem ist dann drauf und hast dann noch so 25 GB übrig. Mit denen kannst du noch ein paar Apps holen und ein bisschen Bilder, aber es wird schnell voll sein. Das heißt, für dieses Handy ist es sehr ratsam, sich noch eine SD-Karte extra zu holen. Des Weiteren hat es nur 3 GB RAM und in Verbindung mit dem Prozessor, den Samsung da verbaut hat, den Exynos-Prozessor, kriegst du nicht die beste Spiele-Performance. Und zwar, wenn du Spiele spielst, zum Beispiel Clash of Clans oder Clash Royale, wird es im Normalfall noch recht gut laufen. Allerdings, es wird immer mal wieder, wenn dann zum Beispiel viele Spieler in deiner Nähe sind oder so, ein bisschen ruckeln und so. Und bei Shooter kann es eigentlich komplett aufgeben. Dafür aber so leichte Aufgaben wie zum Beispiel WhatsApp, Internet, macht es recht gut und flüssig. Kurz mach mal stoppen, wenn eine Webseite lädt, aber sonst recht angenehmes Erlebnis. Des Weiteren hat es einen 3000 mAh Akku. Das ist recht gering, das kann man nicht anders sagen. Für so ein schmales Handy ist aber auch bewusst wahrscheinlich so gewählt worden. Heißt allerdings jetzt für dich, 1-2 Tage kommst du da durch, höchstens. Auch wenn du nicht viel machst, ist er nach 2 Tagen leer. Wenn du viele Spiele spielst, kann er auch schon mal nach einem halben Tag leer sein. Ein cooles Feature dafür, er hat einen Fingerabdrucksensor und er hat eine schöne Ultraweitwinkelkamera, die bis zu 123 Grad macht. Das heißt, du kannst von nah schön die Landschaft aufnehmen oder auch Personengruppen, viele Personen von vorne recht schön aufnehmen. Das ist eine 5-Megapixel-Kamera und dann hat es noch eine 13-Megapixel-Rückkamera. Generell kann man hier so sagen, die Kamera ist mittel bis gut. Die Bildschirmqualität kann ein bisschen schlechter sein,
Allerdings die Farben und so werden gut dargestellt, ganz wie man es von Samsung gewohnt ist. Und das Ganze kostet 145 Euro, genauso wie das Vorgänger. Wenn du noch mehr über Handys erfahren willst, ich habe ein ganzes Video gemacht, in dem du die ganzen Handys in allen Preiskategorien siehst, damit du weißt, wie viel weiteres Handy du für 100 Euro kriegst oder auch für 300 Euro und dort einfach einen schönen Vergleich siehst, was dir jedes Handy in einer besseren Stufe auch so bringt. Des Weiteren wäre es richtig cool, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst oder einen Kommentar da lässt, was dir an diesem Video gefällt oder auch nicht. Zum Schluss schauen wir uns doch das Oukitel C21 an. Das ist ein Allrounder, welcher gerade einmal 130 Euro zurzeit kostet. Das heißt, wenn du vielleicht noch 20 Euro sparen willst und dir doch nicht ganz weißt, ob du so viel ausgeben willst, dann 20 Euro machen durchaus einen Unterschied, dann ist der ganz cool, denn er macht eigentlich alles, was er kann. Er hat einen Full-HD-Bildschirm, was besser ist als sogar der erste, und er hat 64 GB Speicher. Das heißt, bei Speicherplatz wirst du nicht wirklich Probleme kriegen. Und du kannst natürlich mit der SD-Karte erweitern, falls du viele Bilder oder auch Apps benutzt. Die 4 GB RAM sind auch das, was man so erwartet. Allerdings gibt es ein paar Schwächen beim Prozessor. Und zwar kriegst du hier einen Helio P60 Prozessor. Das heißt für dich, dieser Prozessor ist nicht gerade der energieeffizienteste. Das heißt, er wird sich recht schnell verbrauchen. Und bei Spielen kommt das schnell zum Ruckeln. Das heißt, du kannst hier immer noch Clash of Clans so besser spielen als mit dem Samsung-Prozessor, aber er ist nicht ganz so gut wie der vom ersten Handy. Aber für normale kleine Spiele reicht es, wie zum Beispiel Pooh, falls du es noch kennst, oder Subway Surfer. Für größere Spiele kann es dann schon schnell zum Stocken kommen, aber das ist halt so ein Problem, welches man bei diesen Handys findet. Das erste Handy ist geeignet für leichte Aufgaben wie zum Beispiel WhatsApp, Facebook und Instagram. Sowas können die wirklich gut. Des Weiteren hat sie noch eine 20 Megapixel Selfie-Kamera. Da war ich beeindruckt, wie gut sie doch eigentlich aussieht. Ich würde sagen, sie ist komplett tauglich für sowas wie Instagram, Snapchat oder so. Und für professionelle Anwendungen eher nicht, aber für normale Anwendungen ist es eine recht gute Kamera. Die Kameras generell von Handys sind für dem, was man in diesem Preisbereich erwartet, recht gut gelungen. Die Rückkamera ist nicht die beste. Da fehlt ein bisschen Detail, vor allem es wird nicht ganz scharf gestellt mit der 16 Megapixel Kamera. Aber dafür, die Selfie-Kamera ist schön und sie ist auch gut in der Ecke oben versteckt, damit das Handy ein schönes Design hat. Generell, das Design ist recht gut gelungen und hinten hast du ein gut gelungener Schwarzübergang im Grau, was das Handy schön aussehen lässt. Natürlich sieht es immer noch ein bisschen billiger aus wie hochwertige, aber wenn ich das so anschauen würde, würde ich eher so sagen, dass es im 200er bis 300er Bereich ist, wenn man nur nach dem Design geht. Und des Weiteren hat es einen 4000 mAh Akku. Nicht wirklich viel, aber auch nicht wenig. Ich würde es so als einen Standard nennen. Damit kommst du gut 1 bis 2 Tage durch und du sparst dann bis doch mal 3 Tage. Und wenn du viele Spiele spielst, kommst du oft noch einen ganzen Tag durch. Des Weiteren wiegst du gerade einmal 170 Gramm. Das heißt, es befindet sich genau zwischen dem ersten und zweiten Handy vom Gewicht. Und es hat 6,4 Zoll, was eine angemessene Größe ist.